Papst, Ja, damit auf wir jeden wissen, Fall, bis dann Katholiken, irgendwas getan wird. wenn ihr das nicht tut, seid ihr keine Katholiken. Macht das bitte auch. Ja, speziell Katholische Antwort, küsst bitte den Koran, bitte. Sure Küsst das 4, bitte. Vers 157 aufschlagen und das küssen, wo da steht, dass Christus nicht gekreuzigt wurde. Das muss die Katholik? katholische Antwort tun, sonst ist er ein kleines Ja, sonst ist Kind, er ein kein Katholik. Heuchler. Der ist doch kein Katholik. Der ist doch Ach, kein der ist auch, der Katholik. Christ auch gar nicht, Sure 4, Vers 157, dass Christus nicht gekreuzigt wurde, wie sein Satanschef da im Vatikan, der das geküsst hat. Du musst jetzt zeigen, dass du ein heftigerer Küsser bist als dein Satanschef. Du musst jetzt diesen Koran aufschlagen, Sure 4, Vers 157, und dann Hallo, küsst ihn hallo. vor der Kamera, damit du den Leuten richtig zeigst, wie heftig du katholisch bist und den Koran liebst. Ja, hallo, hast du eine Frage? Ja, was ist deine Meinung zu Orthodoxen? Ist dasselbe wie zu den Katholiken. Traditionschristentum vom Satan, ne, um dich von deiner Wiedergeburt abzulenken. Ich hab mal jetzt eine Frage. Glaubst du daran, dass du gerettet bist, wenn du einfach sagst, du glaubst an Jesus, oder glaubst du, du bist gerettet, wenn du was für ihn tust? Das Wort Gottes sagt, der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, der hat ewiges Leben. Ja, aber du kannst nicht sagen, dass du zum Beispiel jetzt die ganze Zeit sündigst und dann einfach so fertig so. Du musst auch schon was dafür tun, und wir Orthodoxen sind immer streng gewesen. Wir Darf halten ich unser dich mit Wort. Strengen zu tun? Darf ich dich was fragen? Hat der Herr Jesus Christus gesagt, wenn ihr nicht das tut, werdet ihr nicht gerettet sein? Er Zum hat nicht. Beispiel der Mann am Kreuz, der zu den Herrn Jesus gesagt hat, gedenke an mich, wenn du heute in dein Reich gehst. Wahrlich, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Du kannst keine guten Werke tun. Du kannst gar nicht mit deiner Frömmigkeit, dein Beten, dein Fasten und das, das wird dich nicht retten. Das sind gute Werke, ist schön und gut, aber der Glaube wird dich retten. Der Glaube. Keiner kann durch Gesetz gerettet werden. Keiner kann durch Werke gerettet werden. Kannst du mal bitte Timotheus 3,15 lesen? Lies mal Warte. Tinnitus. Lies mal Tinnitus 3, Vers 14. Tinnitus? 15. Wie meinst du Ja. Tinnitus? Ja. Warte. Mal mache ich. Tinnitus 3, das ist das Dingens in Was soll ich lesen? Tinnitus was? Tinnitus 3, das war doch bei 3,15. Sirach. 3 bis was bitte? Tinnitus 3,15. 3,15 ist Buch Sirach, wo da steht, dass du Fischleber in Feuer auflösen sollst, damit du Heilung bekommst. Die eine im Chat hat Ja, aber gefragt, ob wir Tinnitus zusammen Tobit, das sollen. ist dasselbe. Das ist richtig katholisch. Bruder Reza, ich habe dich nicht verstanden. Kannst du es nochmal sagen? Ja, ich glaube, Tinnitus 3, was er meint, diese Stelle Tinnitus 3 ist in Ja. Buch Tobit, wo der Engel dem Tobit beibringt, Okkultismus zu Nein, betreiben, da Hexerei. geht es um die Okay. Kirche. Da geht es um die Kirche. Ja, die Gott hat ja. Kirche soll eben Okkultismus betreiben, ne? Also Fischleber in Feuer aufgehen lassen, um dann Heilung zu bekommen. Hä? Erkennst du deine Schriften nicht? Doch, ich kenne meine Schrift, aber das Ding ist, es ist schwer zu erklären, wenn ihr Evangelisten habt halt viele verschiedene Arten Lutherbibel, habt ihr diese Bibel. Es ist schwer herauszufinden, wo ihr gerade lest. Nee. Machst du auch Fischleber im Feuer aufgehen lassen, um Heilung zu erwirken? Nein, aber wir in der Warum denn orthodoxen nicht? Kirche halten das Wort in der Bibel. Ja, oder Orthodox, ja, das, ihr habt ja auch solche Bücher, ne? Tobit und so weiter, habt ihr auch. Nein, wir haben Muss die ich nochmal Bücher von den nachschauen. zwölf Aposteln. Wir haben die Muss Bücher ich von nochmal den zwölf nachschauen, ob ihr Aposteln Tobit und auch die. verwendet. Was? Ich meine, Jesus Wann lebt. wurdest du denn wiedergeboren? Ich, wenn ich Lieber getauft bin. Orthodoxer. Ab dem Wann Moment, war wo eine man Zeit? getauft ist, Ab dem Moment, wo man wenn man getauft ist, den. also als Baby. Ich wurde nicht als Baby getauft. Ach so, wann wurdest du denn getauft? Vor 2 Jahren ungefähr. Ja, aber Orthodoxen taufen ja die Babys.
Das hast du falsch verstanden. Die Orthodoxen taufen nur die Babys von den Familien, die nur aus Orthodoxen bestehen. Aber meine Familie besteht nicht nur aus Orthodoxen. Das Wo kommt deine Familie her? Was glauben die denn? also mein Vater kommt aus Bosnien und so, und die sind halt Muslime. Und meine Mutter kommt aus Kroatien, Serbien, und daher habe ich halt den Glauben genommen. Aber ich Von den wurde nicht getauft. Serbisch-Orthodoxen. Ja. Und Serbisch-Orthodoxen. mir wurde es so Und der Herr beigebracht. Jesus hat gesagt, du sollst den Glauben von deinen Eltern nehmen, ja? Nein, er hat mir gesagt, dass ich mich zu ihm bekehren soll. Und ich habe viele Zeichen von ihm Ja. bekommen. Ja, und wann hat er gesagt, du sollst orthodox werden? Kannst du mir die Stelle in der Bibel zeigen? Wo der Herr Warte mal. explizit sagt, ihr sollt nicht katholisch werden, sondern orthodox und auch nicht in die Freikirchen gehen. Zeigst du mir den Vers? Warte mal, also du sagst ja, dass ich dir einen Vers zeigen soll, wo es um katholische Kirche und um der Genau, orthodoxen wo der Herr Kirche geht. Jesus sagt, die orthodoxe Kirche ist die einzig wahre und geht nicht Aber in die katholische die und nicht in die Freikirchen. Zeig mir mal bitte diese Verse in der Bibel. warte mal, dir ist schon bewusst, dass wir Orthodoxen nicht als erstes entstanden sind. Erstmal hat Jesus den Auftrag zu Petrus und Paulus gegeben, die Kirche zu gründen. Und dann haben wir es weitergenommen mit den Aposteln, die dazugekommen sind. Aber wir haben nicht irgendeine Kirche gegründet und dann Kinder irgendwie genommen oder so und machen irgendwie Feuer zu, keine Ahnung, was du da vorhin gesagt hast. Wir halten Ja, einfach nur das Wort, was Gott uns gegeben das sind hat. aber eure Bücher, die ihr in eurem Kanon aufgenommen habt. Zu der katholischen Kirche kann ich nicht viel sagen, weil ich da auch ein paar Sachen gehört habe. Aber wenn du in eine orthodoxe Kirche kommst, dann wirst du niemals irgendwelche schiefen Kreuze sehen oder sonst irgendwas. Schiefe Kreuze. Ja, du wirst auf jeden Fall nie in der orthodoxen Kirche irgend sowas sehen. Oder zeig mir mal. Was denn? Zeig mir Was für mal Kreuze? irgendwelche. Was Du meinst du für zeig Kreuze? ein umgekehrtes Kreuz. Zeig's mir mal in einer orthodoxen Kirche. Nicht Warum? Was ist denn katholisch. so schlimm an einem umgedrehten Kreuz bei den Katholiken? Was ist denn daran so schlimm? Oder willst du sagen, Ja, dass die Katholiken nicht wissen, also nicht das wissen, was sie umgedrehte da Kreuz tun? bedeutet automatisch Satanismus. Das ist gegen Gott. Das ist gegen Also das warum Kreuz. machen das die Katholiken? Also, Warum ich habe machen eine das die Frage. Katholiken? Darf ich was fragen? Also, Ich du kann. sagst, dass die Katholiken denn Satanisten sind, ne? Ja. Alle Katholiken sind Satanisten. Ah, nee, sorry, habe ich nicht gehört. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur was vom Vatikan gehört. Ich habe aber nichts gehört davon, dass Ja, was alle glaubst du denn, katholischen. warum die Katholiken umgedrehte Kreuze da benutzen? Vielleicht wegen der Politik vom Vatikan aus, aber vielleicht auch nicht von der Welt. Warum fällt denn das dann nicht auf, dass das umgedrehte Kreuz Satans-Symbol ist? Habe ich auch vorhin gesagt, weil es manche Leute gibt, wie den Papst, die da ein bisschen viel Politik mit reinmischen. Ich zum Beispiel glaube, also wir Orthodoxen glauben nicht an einen Papst, sondern Ja. wir glauben an Gott, und unsere Priester helfen uns, näher zu Gott zu kommen, indem wir mit denen zusammen beten und die uns viel von der Bibel beibringen. Ich zum Beispiel fange erst jetzt an, die Bibel auf Deutsch zu lesen, weil ich sie davor immer noch auf Serbisch gelesen habe. Und jetzt fange ich erst richtig an, die Bibel zu lernen. Also ich habe noch nicht so viel Ahnung wie ihr zum Beispiel, aber ich höre manche Sachen so. Du hast doch deinen Bruder, der Ex-Muslime, ne? Ja. Von dem höre ich auch so einige Sachen, die ich eigentlich noch nie gehört habe. Siehst du, weil du nicht bibelfest bist. Na, Die aber. orthodoxe Kirche ist nicht bibeltreu. Sie sind Tradition und Kultur, Ja, aber es gibt ein. Christentum. Aber Du wir musst von halten. neuem geboren werden. Du musst dem alles absterben. Aber wo steht denn, dass die orthodoxe Kirche oder die katholische Kirche in der Bibel falsch ist? Wo steht es denn? Wo steht in der Bibel zum Beispiel, dass Mallorca-Urlaub bei Ballermann 6 falsch ist? Nirgendwo, deswegen sage ich ja, du Ja, kannst muss da nicht alles sagen, jetzt dass. in der Bibel stehen, was man nicht tun soll? Nee, du kannst jetzt also nicht sagen, dass die orthodoxe oder die katholische Kirche falsch ist. Du kannst aber Wo auch nicht steht in der sagen, Bibel, dass man mindestens einmal die Woche duschen soll, sonst kratzt der ganze Körper? sowas steht nicht in der Bibel. Muss jetzt jeder Müll in der Bibel stehen? Nein. Siehst du? Dann ist deine Frage beantwortet. Aber warte, Es sag muss mal nicht kurz. jeder Müll explizit in der Bibel erwähnt werden. Der Herr hat uns seinen Geist gegeben und hat uns auch ein Gehirn gegeben, dass wir wissen, ah, okay, durch den Heiligen Geist wissen wir, bei roter Ampel stehen bleiben. Da muss nicht immer bei roter Ampel stehen bleiben in der Bibel stehen, richtig? Guck mal, also ich
kann dir ehrlich sagen, du meinst ja, also es muss nicht alles in der Bibel stehen, so dass es nicht falsch ist. Zum Beispiel, es muss nicht stehen in der Bibel, dass wir einmal in der Woche duschen müssen oder so, dass es direkt falsch ist oder so. Aber warum ist es denn falsch, dass ich in die, dass wir Orthodoxen sind oder dass wir Katholiken sind? Was ist daran dann falsch? Du hast doch gerade gesagt, die Katholiken haben umgedrehte Kreuze und das ist Satans-Symbol. Das habe ich nur im Vatikan, ich habe gesagt, das habe ich nur im Vatikan gehört. Ja, warum gehen die Katholiken nicht hin und sagen, ey, was macht ihr da, ihr Satanist, mit den umgedrehten Kreuzen? Warum ist ihnen das egal, was die Oberhaupt tun? Zum Beispiel meine Mutter, also es gibt auch christliche Katholiken, die kommen zum Beispiel aus Kroatien oder aus Deutschland. Und von denen hörst du sowas nie. Ich habe sowas bisher nur aus dem Vatikan gehört. Ich habe das nirgendwo gehört. Die Kinder akzeptieren ja den Vatikan. Ich akzeptiere auch alles Mögliche an diesen Glaubenswerten, aber ich akzeptiere halt nicht, was im Vatikan passiert, weil ich manche Sachen nur gehört habe mit Kindern und so mäßig. Ja, warum ist das den Katholiken egal, dass hunderttausende Kinder jeden Tag in ihren... Das ist nicht den Katholiken egal. Das glaubst du mir, glaube ich. Wenn das doch nicht egal wäre, da würden die doch dagegen vorgehen. Ja, aber man muss... Aber das kann doch nicht sein, dass 50 Jahre lang jetzt schon jedes Mal in sämtlichen katholischen Einrichtungen Kinder vergewaltigt werden und es geht immer weiter. Das ist so, als wenn jemand in deinem Haus immer wieder so Kinder mitbringt, entführt und in dein Zimmer, Nebenzimmer, so in der Toilette so vergewaltigt und du das nicht mitbekommst in deine Wohnung. Guck mal, ich habe keine Ahnung, was ihr so viel davon erzählt und so, weil ich nicht alles das davon weiß. Das hört sich dumm an, ne? Das hört sich absurd an, oder? Es sei denn, du bist in deiner Wohnung und das ist dir egal, wenn du hörst in deiner Toilette, was der Typ da macht. Hauptsache, du kannst deine Fernsehsendung gucken, ungestört. Guck mal, es geht um weil wenn es dir nicht egal wäre, würdest du hingehen und schauen, was da in der Toilette für Geräusche sind. Kann ich dir eine andere Frage stellen? Richtig, richtig. Nein, du antwortest jetzt mal auf meine Frage. Was denn? Da würdest du ja hingehen, wenn aus deiner Toilette komische Geräusche kommen, oder? Wenn dein Kind schreit. Ja. Und da würdest du ja dagegen vorgehen, den Vergewaltiger anzeigen, aufräumen in deiner Wohnung, oder? Ja oder nein? Ja, warum nicht? Und wenn das 50 Jahre lang in deiner Wohnung sowas passiert und du niemals irgendwas tust, was würde man dir vorwerfen? Guck mal. Antworte auf meine Frage, nicht guck mal. Guck mal, gibt's nicht. Wenn 50 Jahre lang in deiner Wohnung Geräusche kommen von schreienden Kindern und du nichts dagegen tust, was wirft man dir dann vor? Du kannst aber nicht damit vergleichen, dass im Internet viele Sachen rumgehen und dass viele Sachen irgendwo passieren. Du kannst nicht damit umgehen. Du kannst es nicht damit vergleichen, Mensch. Also leugnest du die ganzen Berichte in den Medien, dass Kinder missbraucht werden. Also machst du jetzt auch noch die Kinder, die da missbraucht werden, auch noch in den Dreck ziehen und die Täter schützen? Das ist unglaublich, wie verkehrt der Mensch ist. Er ist einfach rausgegangen. Kannst du nichts retten. Ich habe ihn nicht gekickt, er ist rausgegangen. Das ist unfassbar, wie verdreht und verkehrt dieses Geschlecht ist. Wie verdorben und unendlich kaputt. Das hat keine Grenzen mehr. Ja. Und das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Willst du mit diesem Daniel da reden? Nee, ne? Welchem Daniel? Der die ganze Zeit da, den du das Heil da abgesprochen hast, dieser Orthodox. Er ist abgefallen. Ich hätte schon längst damals, wo er meinte, dass er zurückgekommen ist, hätte ich wissen müssen nach Hebräer 6,4, dass das nicht mehr möglich ist, dass er verloren ist. Ich habe nur Hoffnung gehabt, aber ich muss auf das Wort Gottes hören. Du kannst nicht abfallen vom Glauben und zurückkommen und machen, was du willst. Also so geht man nicht mit dem Blut und Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz um. Deswegen steht das da auch. Ne? Diese Kreuzigung stellen den Herrn Jesus zur Schau für sich selbst. Denn es ist unmöglich, jemanden zu Buße zu erneuern. Hier lese ich vor, Hebräer 6, ne? Ich lese das einmal vor. Ja. Das ist auch so. Aber viele Christen nehmen das ja auch nicht wahr. Also, ich lese einfach mal Hebräer 6, ne? Hebräer 6. Ab Vers 4. Hebräer 6, Vers 4. Moment. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind,
und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abfallen, sind wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Ja, so einfach ist das. Und dieses also die Urteil ist auch über Daniel und über alle anderen Leute, die schon mal abgefallen sind vom Glauben und meinen jetzt, dass sie zurückgekehrt sind. Völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Das Wort Gottes sagt was anderes. Das Wort Gottes sagt was anderes. Ja, die denken dann, wir sind Lügner und wir interpretieren da irgendwas raus, aber es sagt das Wort Gottes. Lest Hebräer 6, Vers 4. Und das ist auch so. Wenn jemand das Wort Gottes gehört hat und geschmeckt hat, aber trotzdem der meint, nein, warte mal, ich geh mal dahin. Ich gehe mal dahin. Und dann auf einmal, warte mal. Nee, warte mal, das ist doch, weil ich gehe doch noch mal zu den Herrn Jesus zurück. Also du spuckst den Herrn Jesus Christus an. Die spucken also auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. Das ist für die so wie so ein Kindergarten. Ist unfassbar. Ja. Und deswegen müssen die Leute schön in ihrer Ewigkeit eine Reise antreten. Wer mit dem Herrn Jesus so umgeht, der muss auch die Konsequenzen. Die Katholiken hier so die ganze Zeit mit ihrem religiösen Geist diese Leute verführen und die ganze Zeit das leugnen. Also das heißt, sie schützen diese Täter. Verstehe ich das richtig, Reza? Sie schützen die Täter. Natürlich, das ist das absolute Böse. Das ist egal, also wenn da jetzt gerade was passiert. Die wollen auch Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Natürlich. Das ist egal. Natürlich. Natürlich also, ist das denn egal, wenn 100.000 Kinder so missbraucht werden in katholischen Einrichtungen weltweit. Ja, Wahnsinn. Das heißt also, sie verdrängen die, was ist unfassbar. Dennis, wieso holst du keinen Katholikenhof? Weil es kein Katholik hier drin ist. Und ich sehe hier auch keinen Katholiken. Und ich möchte auch keinen Katholiken eine Plattform geben, außer er würde wirklich darauf eingehen, was er aber auch nicht tut. Er will nur Werbung machen und dann mit seinen irgendwelchen Argumenten und seinen Internetseiten da zitieren. Reza, lest doch nochmal bitte den Vers vor. Mit dieser törichten Frau. Von diesen Apokryphen. Ja, das Schlechteste eines Mannes ist immer noch besser als das Beste von einer Frau. Das ist das Gehirn. Das ist das Gehirn von diesen Leuten. Ja, das ist unfassbar. Der Katholik. Ich habe alles aufgenommen. Das wird das Endvideo um dieses. Ja, du kannst da 100.000 Videos machen. Oh. Vorbei ist vorbei um dich herum, weil du hochmütig bist, weil du abfällst, gehst dahin wie so eine Art Wanderer und spielst mit dem Herrn Jesus und sein Blut. Und wenn du meinst, dass du so mit dem Herrn umgehen kannst, dann wirst du den kennenlernen. Wer hat dir denn überhaupt erlaubt, ständig abzufahren und irgendwas zurückzukommen und nach vorne zu gehen und irgendwas? Und siehst du denn nicht, dass du nicht einfach locker bleiben kannst, dass du nicht bescheiden bleiben kannst, erstmal? Gar nicht demütig. Der geht zu dem Islam, dann geht er sofort wieder nach vorne, obwohl er null Ahnung hat von Islam. Dieser Mann ist einfach hochmütig, der will sich nach vorne präsentieren. Dann fällt er vom Islam ab wieder, geht er zurück zu Dingens, zur Orthodoxie und fängt da schon wieder an zu lehren, anstatt erstmal ein bisschen locker zu bleiben und zwar zu lernen. Der ist seinem Hochmut ja nicht abgestorben. Da fragt jemand, Dennis, wenn Pharmaindustrie satanisch ist, wieso hast du denn Medis daheim? Lass das bitte dann für eine Antwort, bitte. Die Pharmaindustrie, ja, das ist alles satanisch, auch unsere Lebensmittel, ne, auch unser Essen. Wir wissen ja selber, wenn unser Gemüse wird da versprüht, was die da in den Fleisch, die pumpen die Tiere mit Tabletten voll. Und das wissen wir ja alle. Trotzdem, wenn einer krank ist, wir sind nun mal darauf angewiesen, was sollen wir dann sonst nehmen, was sollen wir sonst essen? Überall ist ein Barcode, ihr könnt sogar selber sehen. Hier auch ein Barcode, wo zum Beispiel, hier sieht man jetzt nicht, 666 ist. Überall ist ein Barcode. Also die ganze Industrie, diese Essensindustrie, wir wissen ja nicht mal wirklich, was ist da eigentlich in unser Essen drin? Was machen die da rein? Aber ich finde das einfach nicht mehr normal, dass die so das leugnen. Man merkt richtig, was für einen religiösen Geist die haben. Die versuchen, Hauptsache katholisch, Reza.
Ja, wenn man den Heiligen Geist nicht hat. Ja, und das Traurige ist, dass dann so viele noch Lügen über dich Da kannst du erzählen, ihm dass du das deine. erklären, was du willst. 1. Korinther 2, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn er kann es auch nicht beurteilen, Ja. weil es geistig beurteilt werden muss. Du kannst mit den Leuten 1000 Jahre reden, wenn die den Heiligen Geist nicht haben, verstehen sie es nicht. Das ist unmöglich, dass sie es verstehen. Ja. Aber Also du kannst ihm wenn, das wenn der zeigen. Saat, ja, wenn der Du Satan kannst die ihm das. Welt beherrscht, Entschuldigung. ja, kein Problem. Wir wissen ja nach 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Satan diese Welt beherrscht und eben Automobilindustrie, alles, was wir tun, beherrscht der Satan durch seine Satanisten, die ihm eben ihre Seele verkauft haben und mit ihm in einen Bund sind. Und die beherrschen halt unsere Welt und solche Automobilindustrie. Sollen wir kein Auto fahren, weil die Automobilindustrie auch in den Händen des Teufels. Nein, der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 5, ihr müsstet ja sonst aus der Welt hinausgehen, wenn ihr euch von allem also fernhalten wollt. Das geht ja gar nicht. Wir sind doch in der Welt mit unserem Körper. Also können wir diese Dinge benutzen, nur nicht geistig davon abhängig sein und diese Dinge anbeten. Wenn zum Beispiel die Leute ein AMG anbeten, ihr Leben lang sparen, um sich ein AMG zu holen und dann hochmütig durch die Straßen fahren und meinen, die werden jetzt dadurch etwa ein besserer Mensch und pushen ihren Hochmut und Stolz, das ist falsch. Aber einfach die Materie zu benutzen, auch wenn der Satan es sozusagen beherrscht, das ist vollkommen unwichtig. Ne? Ja. Natürlich sollen wir unser Körper nicht mit, ja, hier sowas weiß ich, mit Schmerzmittel vollpumpen, wenn wir irgendwo Wehwehchen haben. Ne? Aber trotzdem ist die Pharmaindustrie auch dafür da, wenn wir einen Unfall haben, dass wir in Narkose gesetzt werden, operiert werden können, ohne Schmerzen zu haben. Also, die Welt ist in Händen Satans, aber wir können es trotzdem nutzen. Wir sollen nur nicht geistig davon abhängig sein. Wir sollen es verstehen durch den Heiligen Geist. Das ist damit gemeint. Ja, und dann fragt dann halt der Kollege, warum hat dann Petrus, warum war dann denn der Petrus abgefallen, als er den Herrn Jesus verleugnet hat? Abgefallen war der Petrus bestimmt nicht. Der hatte nur Angst bekommen um sein Leben in dem Moment. Deswegen hat er den Herrn Jesus verleugnet. Außerdem war er zu dem Zeitpunkt noch nicht wiedergeboren. Denn Wiedergeburt geschieht erst am Pfingsten in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein Wiedergeborener muss ja mit dem Heiligen Geist versiegelt sein. Und Apostel Petrus war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wiedergeboren. Er war ein alttestamentarisch Gläubiger. Denn der Herr Jesus war nicht ans Kreuz gegangen, der Herr Jesus war noch nicht gestorben, der ist noch nicht auferstanden, der Heilige Geist war nicht ausgegossen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war niemand wiedergeboren. Die Gemeinde Jesus war noch nicht da. Die Gemeinde Jesu wurde erst kreiert, erst am Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und die Gemeinde Jesu Christi endet, 2. Thessalonicher 2, mit der Entrückung. Vorher konnte keiner wiedergeboren werden. Und deswegen hat der Apostel Petrus den Herrn Jesus verleugnet, weil er Angst um sein Leben hatte. Aber abgefallen war, er war im Glauben, aber er war nicht wiedergeboren. Deswegen sieht man auch einen Apostel Petrus in der Apostelgeschichte, der ein ganz anderer Mensch ist, erneuert ist, als der Apostel Petrus noch vor der Kreuzigung, der den Herrn Jesus verleugnet hat. Ja, sogar den Herrn Jesus abhalten wollte von seinem Kreuzesweg. Herr, das widerfahre dir nur nicht, dass du diesen Weg gehst, dass dir was zustößt. Zu laut. Was ist zu Ja, laut? hallo? So, Es ist zu da laut. Du wollte bist zu laut. ich. So, wenn du zu laut bist, muss ich dich leider raustun. Hallo? Jungs, besser? Wie bitte? Hallo? Ja, Ja, ist hallo? jetzt besser? Ja, sorry, ich bin auf der Autobahn. Ja, okay. Hast du eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Ich wollte das letzte Mal hoch, weil ich gesagt habe, ich habe ein Zeugnis. Da hast du zu mir gesagt, der ist kein Christ, lass den nicht hoch. Ich wollte mal wissen, woher du weißt, dass ich kein Christ bin. Du? Meinte ich Oder dich? meintest du, ja, oder meintest du jemand anderen? Nee, ich meinte jemand anders. Das war ein ganz anderer. Ach so. Ach so, okay.
Weil ich bin Christ geworden. Ich habe ein echtes Zeugnis mit Jesus. Also. Ja, das ist sehr schön. Also jetzt keine echte Begegnung natürlich, jetzt nicht. Aber ich habe mir was gewünscht von Jesus. Ich bin auf die Knie gegangen und habe mir von Jesus, weil ich kein Kind kriegen konnte mit meiner Frau, also wir haben lange probiert, und ich habe mir einen Sohn gewünscht von Jesus, vom ganzen Herzen. Und ich war noch nicht so gläubig. Ja. Und ich war letztes Mal zu Hause, ich hatte das schriftlich, ich wollte das den Leuten zeigen. Jetzt leider bin ich auf der Autobahn. Mein Sohn ist geboren, direkt Ostern, obwohl da nicht Geburtstermin war. Ja. Also Ostermontag ist mein Sohn auf die Welt gekommen, obwohl wir noch 2 Wochen hatten. Und ich habe mir von Jesus ein Kind gewünscht. Das sind mächtige Zeichen, die der Herr dir gibt. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben, was wir für einen Gott haben? Wir können mit dem reden. Ja, natürlich. Und er gibt ja auch Zeichen, dass er auf dem Plan ist, ne? Und alles, was ich mir gewünscht habe, dass mein Junge so aussieht wie ich, und er hat sogar dieselbe Mutter mal an derselben Stelle wie ich habe. Es ist 1:1 meine Kopie, und ich habe mir das wirklich gewünscht. Ich habe gesagt, Gott, bitte. Ich habe gesagt, ich habe mein Leben lang niemandem was Böses getan, ich habe gearbeitet, ich war ein lieber Mensch, warum schenkst du mir diesen einen Jungen nicht? Dann war meine Frau schwanger und Ostermontag, und ich habe Geburtsurkunde auf dem Tisch gehabt an dem Tag. Ich wollte zeigen, guckt Jungs, guckt Leute, Ostermontag, an dem Tag sind die Propheten rausgegangen, um zu verkünden, und an dem Tag ist mein Junge geboren. Deswegen, Leute, glaubt an Jesus Christus, es gibt einfach keinen anderen Weg. Ja, sehr schön. Ja, siehst du, dass der Herr lebendig ist und auch Gebete erhört, und es gibt ja auch Zeichen, dass er das ist, der diese Gebete erhört und nicht ein anderer. Das ist ja kein Zufall, weil der Geburtstermin war bei mir am 17. und am 10. Oder ich weiß nicht, ob es genau jetzt am 17. war, der Geburtstermin. Auf jeden Fall hatten wir noch echt lange. Wir haben auch damit gar nicht gerechnet an dem Tag. Und als meine Frau früh morgens mich geweckt hat um 6 Uhr, hat sie gesagt, es geht los. Da hat sie gesagt, du willst mich doch verarschen. Ja, weil das wäre wirklich, also ich habe damit auch nicht geglaubt. Und dann kam mein Sohn auf die Welt. Ja. Ja. Ja, versuch solche Wörter wie verarschen oder sowas nur ein bisschen anders zu formulieren. Ne? Weil du jetzt mit dem Herrn Jesus Mann gut, ja. Und dem Heiligen Geist, ne, dass du dich dann nicht so einfach so leicht eben verschmutzt, ne, mit solchen Wörtern. Man kann das auch immer ein bisschen umschreiben. Ja, du hast recht. Veräppeln oder weiß nicht. Man kann immer erst ein bisschen schöner formulieren. Ja, aber das freut mich sehr, dass es so ist und dass der Herr dein Gebet erhört und dass er dir zeigt, dass er der lebendige Gott ist und dass du wirklich für dich selber weißt, dass er das ist. Ja, ja, ich weiß es, weil halt genau an dem Tag, ja. Das, ja. Und ich bin ja nicht 100%, nie 100% gläubig gewesen. Ab dem Tag sowieso, weil ich habe jetzt keine andere Wahl mehr. Also wenn ich jetzt nicht mehr 100% gläubig wäre, dann wäre ich wirklich der dümmste Mensch der Welt, wenn ich so blind wäre, ja, das würde gar nicht gehen. Hast du deine Schuld, deine Sünden, was du in deinem ganzen Leben angehäuft hast, ihm bekannt, bereut vor ihm? Du, Reza, ich bin auf die Knie, ich habe geweint an dem Tag, du musst mich mal sehen, ja, wenn du mich siehst und denkst, der Junge war auf die Knie und hat geweint, das würdest du mir nicht abnehmen, also. Also. Ja, schön. Okay. Also wenn du wahrhaftig Buße getan hast und deine Schuld auch vor ihm meiner Frau den Film mal angeguckt, weil wir den in der Jugend mal geguckt haben, wo Aslan sich opfert für die Adam-Söhne und sagt, das muss so geschehen. Wahnsinn, ja. Ja. Und das sind sämtliche Filme. Kennst du meine Arbeiten diesbezüglich? Ich habe dir mit deinen Videos angeguckt. Erst vor kurzem durch Amir die Videos, ich habe mir deine Videos angeguckt, ja. Deswegen habe ich auch an Narnia gedacht. Wenn ich deine Videos nicht gesehen hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, das so zu assoziieren, dass sie da Jesus nachmachen. Sonst hätte ich einfach geguckt und fertig. So. Weißt ja, wie man für Okay, na, sehr gut, ja. Dann sind deine Augen geöffnet. Vielen Dank. Also der Herr möge dich und deine Familie und dein Kind bewahren und auch zu sich führen, später dein Kind. Vielen Dank. Ich danke euch. Danke für eure Zeit. Möge euch der Herr Jesus segnen. Danke für eure Arbeit. Danke.
Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ein sehr schönes Zeugnis, dass der Herr Jesus lebendig ist und Gebete erhört. Ne? Wunderbar. Ja. Und das rate ich auch jeden Menschen, ne, wenn er Zweifel hat, dass er einfach mal ein Gebet spricht. Ja? Herr Jesus, ich möchte zum Beispiel, dass du mein Leben in Ordnung bringst, dass du mir hilfst, dass du das und das. Und wenn das auf einmal in Erfüllung geht, ne, dass der Mensch erkennt, jemand hat meine Gebete erhört. Und dann geht's weiter und dann betet man weiter und dann sieht man das. Nach paarmaligem Gebetserhörung, dann weiß man das, ne? Dass das der Herr Jesus ist, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja. Aber man muss beten. Hallo? Hallo? Ja, hi. Hallo. Ich hätte ein paar Fragen an euch. Ja. Ich bin selbst aus einer Familie, also griechisch-orthodox. Aber ich habe nie wirklich was gelernt, um ehrlich zu sein. Das ist aber irgendwie normal in der Familie. Also man wird dann zwar so traditionell aufgewachsen, aber man lernt dann halt dann nicht wirklich was über die Religion, beziehungsweise eher, was wichtiger ist, über Jesus. Ja. Und man hört mich, ne? Ja, man hört mich. Okay, perfekt. Und ich habe mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe mir auch jetzt eine Bibel geholt und bin dabei, die zu lesen jeden Tag. Ja, um halt mehr zu erfahren, natürlich, ne, weil ich meine, das ist ein bisschen blöd, wenn man sagt, so ja, ich bin orthodox oder ich bin eine Christin, aber im Endeffekt hat man gar keine Ahnung über irgendetwas. Oder man hat noch nie die Bibel gelesen. Und deswegen bin ich gerade dabei. Meine Fragen sind beispielsweise, ich würde ja, also bei den Orthodoxen ist das halt üblich, dass man halt als Baby getauft wird. Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt wirklich wiedergeboren werden möchte? Kann man sich dann nochmal taufen lassen oder sagt man irgendwie, das geht natürlich gar nicht, weil ich wohl geht? Nein. Erst dann sollst du dich taufen lassen. Okay, die Taufe als Baby, das nützt ja nichts. Dieses Wasser über den Kopf eines ungläubigen Babys zu schmeißen, das ist. Das soll das denn bringen? Das Kind glaubt, das Baby hat da gar kein Bewusstsein für den Herrn Jesus, für Sündenerkenntnis. Ja, richtig. Das dachte ich mir halt dann auch. Und ich habe auch letztens mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und mein Vater ist auch generell auch so ein sehr kritischer Mensch, wenn es halt um die Kirche und so alles geht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, okay, aber warum wurde ich dann getauft? Oder meine anderen zwei Geschwistern. Und der meinte halt, ja, Tradition. Also wir wissen das ja selber, dass das halt an sich nicht wirklich was mit Jesus Christus zu tun hat, wenn man als Baby getauft wird, weil man halt dieses Bewusstsein natürlich nicht hat. Ja. Gut, dann war noch meine Frage. Erkennst du diese Stelle, wo es dann halt der Herr Jesus selbst sagt, für wen die Taufe sozusagen gültig ist? Markus 16, Vers 16, kennst du den Vers? Nein, ich bin da noch nicht. Ach so, Bruder Dennis, hast du die Bibel vor dir? Ich habe aber auch die Bibel vor mir. Okay, dann diesmal, Markus 16, Vers 16. Wer ich oder sie? Das kann die Dame machen. Okay. Also Markus. Kapitel 16, Vers 16. Ja, einen Moment. Das ist hier Matthäus. Sorry, einen Moment. Ja. Also Markus 16, 16 war das, richtig? Ja. Wer glaubt und wer getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ja, genau, da hast du die Reihenfolge für die Taufe. Mhm. Wer glaubt und getauft wird.
Das heißt, die Taufe ist für Gläubige. Hallo? Ja. Nicht für einen bewusstlosen Baby, das nur nach Milch schreit die ganze Zeit. Ja, natürlich. Ja. Und vor allem die Reihenfolge. Warum sagt der Herr Jesus dann nicht, wer getauft wird und glaubt? Warum sagt der Jesus, wer glaubt und danach getauft wird? Die Reihenfolge, erst Taufe und dann Glaube und dann Taufe. Und im Umkehrschluss, wie wird man dann nicht errettet? Der nächste Vers, also direkt, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt also, die Wassertaufe hat überhaupt keine Wirkung auf deine Errettung. Das ist ein symbolischer Akt. Der Glaube, der rettet dich, nicht die Wassertaufe. Die Wassertaufe ist nur ein Symbol für dein Glauben. Vor der Welt, vor der sichtbaren Welt. Dass du dich zum Herrn Jesus bekehrt hast. Ja? Ja, danke erstmal dafür. Ich hätte noch eine Frage, bevor dann die anderen auch eine Frage stellen können. Wie sieht es aus mit zum Beispiel Ostern? Also wir feiern natürlich auch Ostern, also jetzt in der Familie. Als wiedergeborener Christ, wie sieht es denn eigentlich da aus? Also feiert man das dann? So wirklich oder? Wenn du wahrhaftig wiedergeboren bist, dann ist es dir selbst überlassen, ob du jetzt Ostermontag oder Ostersonntag diese Sachen dann mitgehst und trauerst oder, ne, das ist dir überlassen. Deswegen sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, das war das Kapitel 10, meine ich das, dass der eine zum Beispiel hält alle Tage gleich, der eine hält einen Tag besonders. Jeder sei seines Tuns gewiss. Das heißt also, wenn einer jetzt unbedingt die Kreuzigung des Herrn an dem Tag dann trauern möchte, dann ist das seine Sache, dann kann er das tun. Aber wenn jemand zum Beispiel alle Tage gleich hält im Jahr, auch Karfreitag, dann ist das seine Sache. Da gibt's keine einheitliche Meinung, sondern jeder soll sich in dem gewiss sein. Nur eines ist trotzdem, muss ich dir sagen, wenn du als Wiedergeborener mit deinen nicht wiedergeborenen Familienmitgliedern Feste feierst, dann sollst du nicht diese Feste feiern, um Feste zu feiern, sondern du musst immer auch bedenken, dass der Herr dich da hineingesetzt hat als sein Leuchte, damit du auch über den Herrn mit deiner Familie redest. Und nicht einfach mit in diese Feste feierst, sodass sie halt in ihrem Kultur- und Traditionsglauben sozusagen bestätigt werden und verloren gehen. Ja. Ne? Das meine ich damit. Du sollst solche Sachen nützen, anstatt einfach nur einen schönen Tag zu machen. Ja, natürlich. Dann wäre es auch egal, so, nach welchem Kalender ich gehe. Ja, also. Weil die Katholiken feiern halt nach einem anderen Kalender als die Orthodoxen. Also ich will damit sagen, ich will danach nicht noch sagen, ich bin orthodox, aber halt, ich will mich als wiedergeborene Christ betiteln oder auch das Sein, aber macht dann auch noch das Kalender so eine, also spielt das noch so eine Rolle, wenn ich dann Ostern feiern möchte? An sich ist das dann alles, weil du ja diese Dinge schon abgestorben bist, wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann macht das alles schon für dich dann keine große Rolle mehr. Okay. Ja gut. Das wirst du von alleine herausfinden. Aber zuerst musst du, bist du denn schon, hast du deine Sünden bekannt dem Herrn Jesus Christus? Also ich muss dazu sagen, so zu 1000% nicht. Also ich habe angefangen, du bist ja nicht so alt. Also genau, ich bin jetzt gerade erst so dabei. Aber ich habe angefangen halt, wie gesagt, jetzt die Bibel zu lesen. Ich habe die auch erst seit 4-5 Tagen. Und ich habe auch seitdem auch angefangen, wirklich jeden Tag mich zu bedanken für den Tag und halt auch am Abend, kurz bevor ich schlafen gehe. Aber zu 1000% fühle ich das noch nicht, dass ich mich für alles irgendwie, weiß ich nicht, so wirklich mich für alle Sünden entschuldigen muss. Also ich habe das noch nicht zu 1000% drin und ich will das jetzt nicht so halbherzig machen. Der Glaube ist noch nicht so stark, ja. Wenn der Glaube so stark ist, dann kommt es von alle automatisch zu Buße, Umkehr und Sündenreue vor dem Herrn. Ja, und das will ich halt dann halt. Dir fehlt noch ein bisschen der Glaube. Genau, also ich bin schon der Überzeugung, dass Jesus Gott ist und dass wir für ihn halt
also dass er für uns gestorben ist am Kreuz, für unsere Sünden. Das ist mir bewusst, aber dieser ganze starke Glaube, den habe ich noch nicht. Und ich hoffe, der kommt dadurch, wenn ich halt die Bibel lese und wirklich mir darüber Gedanken mache. Ja, wobei du ja sagst, du bist ja gewiss, dass er Gott ist. Das heißt, du glaubst ja schon, dass er der lebendige Gott ist. Das glaube ich schon, aber ich weiß nicht, warum ich mich noch nicht für 1000% mich auf den Knien, ich weiß es noch nicht, warum ich das mache. Da ist irgendetwas noch in meinem Kopf. Was denn? Was könnte das denn sein? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Hast du Angst vor der Wiedergeburt, dass du die Welt dann verlässt, dass du keine Gemeinschaft mehr haben kannst mit den Menschen, dass das vorbei ist dann? Ich kann das schlecht, kann sein. Ja. Weil beispielsweise, wenn ich darüber rede, gerade halt auch mit Familienmitgliedern, dann sagen die halt dann meistens sowas wie, ja, wird aber jetzt bloß nicht so eine Fanatikerin oder so. Und dann habe ich auch Angst, dass ich dann halt auch vielleicht irgendwo reinrutsche, die dann halt auch nicht gesund für mich ist. Und ich weiß es halt nicht. Ich muss mich halt komplett belesen natürlich. Ich will nicht irgendetwas direkt machen, wenn ich noch nicht zu 1000% mich dafür entschieden habe. Ja, dann bist du hoffentlich auf dem richtigen Weg. Man kann natürlich für dich beten, dass du nicht bis zur Wiedergeburt irgendwie auf komischen Abwegen kommst. Das kann der Feind ja auch tun, ne? Dass er dich davon abhält. Ja. Das ist nämlich ein gefährliches Unterfangen, wo du jetzt auf diesem Weg bist. Ja, das ist kurz vor dem Ziel. Kennst du diese Tour de France Fahrradturnieren, wo die dann so ihre Arme hochheben, 100 Meter vor dem Ziel und auf einmal ausrutschen? Ja, ich hast du schon mal gesehen? Und dann kommt ein anderer und zieht an den vorbei, obwohl er eigentlich der Sieger war, der ausgerutscht ist. Aber kurz vor dem Ziel kommt er zum Fallen und verliert. Deswegen musst du auf dich Acht geben. Du sollst da mit solchen Sachen nichts spielen. Also musst du wirklich sehr ernst an diese Sache rangehen. Ja, Resa, ich habe auch vor kurzem mir auch so ein Video angeguckt von dir und deinem Bruder. Ist aber ein älteres Video. Da ging es halt um diesen Isa, der ja dieser Master of Your Mind oder sowas, oder Master of Mind oder irgendwie sowas heißt das. Ich habe mich dafür auch beschäftigt, also nicht unbedingt mit dem Isa jetzt, aber ich meine jetzt generell um Persönlichkeitsentwicklung und alles. Und da war ich halt auch voll drin, sowas wie, ich weiß nicht, ob du auch das kennst mit The Secret und sowas, mit positiver Energie und alles, ne? Und ich habe mir einige Bücher auch davon geholt und mir auch durchgelesen und ich war halt voll überzeugt, ich muss an mir selbst glauben und sowas. Ich habe da auch nie irgendetwas gelesen über Gott oder sowas oder mit Jesus, dass du daran glauben sollst. Und ich habe das dann gesehen, dieses Video von euch. Und dann wurde mir erst bewusst, dass ich einfach so auf Leute höre, die wahrscheinlich halt erfolgreich sind, okay, und auch viel Geld haben. Aber dass ich halt mich dann nur noch darauf konzentriere, dass ich mich irgendwie selbst da gibt mir das Gefühl, dass nur ich die Möglichkeit habe, mich zu optimieren. Und habe dann auch gedacht, so, boah, ich wurde auch da ein bisschen manipuliert, ne? Dass Leute mir sagen, ich soll nur an mich glauben und ich soll an irgendwelche positive Energie glauben. Was glaubst du, was dieser Issa, der diese okay 666 Geste über dem Ohr gemacht in einem seiner Videos? Ich glaube, das Video heißt Freundschaft oder so, oder Freunde. Kennst du das Video von ihm? Nee, aber ich habe das gehört, als ihr das gesagt habt, dass er das gemacht hat, und ich wusste halt nicht, welches Video das ist. Ja, diese Leute sind eingeweiht in so okkult-satanischen Sekten und der Satan und die Dämonen führen diese Leute, um die Menschen vom Herrn Jesus abzulenken und sie in verschiedenen falschen Weltanschauungen und religiösen Sichtweisen hinein zu manövrieren, damit sie eben verloren gehen, damit sie in die Hölle kommen. Und Isa betreibt es halt aus der esoterischen Perspektive mit NLP und Persönlichkeitsentwicklung. Und da hatte Satan eben verschiedene Leute angesetzt auf verschiedene Menschen, je nach Interesse, je nachdem, was die Menschen für ein Interesse hegen, und fischt die alle auf allen Ebenen. Ja.
Und das ist schön, dass du das Video gesehen hast, dass du halt Ja, durch zum Unfall. Nachdenken, zum Grübeln gekommen bist. Und diese Leute halt, diese Satanisten, die für den Satan arbeiten, die geben sich halt durch okkulte Symbole zu erkennen, untereinander. Und wenn man ihre Signale kennt, weiß man, wer die sind und dass sie halt da drin sind und dass sie arbeiten für den Feind. Aber wenn du ihre Ja. Symbole nicht kennst und ihre okkulte Signale nicht kennst, dann können die vor deinen Augen halt diese Geheimsprache sprechen und du verstehst es nicht. Ja, natürlich, ne, so halt unbewusste Sachen, ne? Ja. Immer wieder und dann kann's schlimm ausgehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gut. Ja, danke auf jeden Fall, Ja, nicht zu dass ich danken, reingehen alle konnte. Ehre dem Herrn, alle Dank dem Herrn Jesus. Ja. Pass auf dich auf, bleib dabei und jedes Mal, wenn du Fragen hast, kannst du immer wieder hier reinkommen. Und wenn ich da bin, dann kannst du auch Fragen stellen. Ich werde dir auch alle Fragen gerne beantworten. Okay, super, danke. Dann euch Ja, noch einen schönen gerne, Tag. gerne. Ja, danke Kann mich dir, Herr jemand hier Jesus. rausschmeißen? Ich weiß nicht, wie man hier Ja. rausgehen kann. Okay, Bruder danke. Weser, Gottes Ja. Segen dir. Ja, hier wollte gerade ein Fußballer rein mit knapp 200.000 Followers. Wie Ja. bitte? Ja, wie Schade, du dass der hier möchtest. nicht. Schade, dass der hier nicht. Ja, das. Der hat eine Anfrage geschickt, aber ja. Kennst du Joachim Witt, dieser neue deutsche Welle-Sänger? Nee. Der ist sehr, sehr bekannt. Joachim Witt. Geh mal bitte in Google rein, gib mal einen Joachim Witt. Und dann, warte mal kurz. Joachim Witt. Joachim Witt? Ja, mit Doppel-T, den kennst du. Wenn du den siehst, dann weißt du, wer das ist. Ja, Also ein Joachim Witt. ganz, ganz bekannt. Joachim Witt. Warte mal, ich zeig dir, auf welche Seite du gehen sollst, dann haben wir den. Da kannst du das ganz groß machen im Hintergrund. Ja. Die Seite hieß SH. Gib mal einen Joachim Witt und dann negativ, aber mit A, also ne negativ. Diese Ja, zwei warte. Wörter. Joachim Witt negativ. Ja, genau. Und dann das Bild, was er gepostet hat, mal kurz auf den Hintergrund projizieren. Meinst du dieses mit den mit diesen Kreuzen, zwei Kreuzen? Nee, mit der Ein-Auge-Geste. Joachim Witt negativ. Warte. Einen Moment. Ich habe das eingegeben, aber ich finde hier keine. Warte, warte, ich finde das mal. Ich muss mal. Okay, SHZ. Joachim Witt, SHZ. Eigentlich wollte ich Landwirt werden. Interview im SHZ. Ah, okay. Ja. Kannst du es mal auf den Hintergrund projizieren, damit die Leute diesen Satanshaufen mal schön erkennen? Ja. Und da haben wir den super Kollegen, der neue deutsche Welle-Star Joachim Witt. Und die Brut wird überall offengelegt. Und so einfach sieht die Sache aus. Ja. Ja, der macht die freimaurerische Ein-Auge-Geste. Und so geben sie sich dann in der Öffentlichkeit zu erkennen, untereinander. Ja, aber das ist ja für die alles Verschwörungstheorien. Das sind ja alles Verschwörungen, denken die. Ja, klar.
Und sein Single Neumond, sein Single Neumond ist auch das Auge, ne? Und er hat jetzt ein neues Lied gemacht. Macht und da hatte so ein Pentagramm, ja, da haben wir auch die Einauge-Geste, da hatte sein Pentagramm und an der Kette und er zeigt das dann so, warte mal, ich zeig dir mal, das ist eine Vorstellung von seiner neuen Single. Wie ist das? Da gibt es auf Facebook so also eine Vorstellung von seinem Single. Da macht er die eine Augengeste und das Pentagramm an der Kette lässt er baumeln in der Hand. Ah, hier ist auch von ihm was, hier mit ein Auge. Ja, genau. Neumond. So ist die ganze Brut. Das ist die ganze Satansbrut. Einer nach dem anderen werde ich entlarven. Ja. Und zur Schau stellen. Ja, und da können die Christen gerne, aber Bruder, verstehe ich das richtig, Resa? Ja. Wenn sie dann sich über uns lustig machen und gegen unsere Arbeit sind, das heißt, sie verteidigen diese Satanisten, richtig? Natürlich, die lieben ja Satan und seine Machenschaften. Ja, dann heißt es, ach so, dann verstehe ich das richtig, sie lieben die Welt und sie möchten nicht, dass wir da ihre Schergen aufdecken. Das ist denen dann unangenehm. So. Ja, natürlich. Die lieben ja Satan und verteidigen ihn ja auch, weil das ist ja ihr Meister. Ja. Ja. Deswegen verstehe ich auch, warum so viele Christen sich die ganze Zeit darüber lustig machen. Jetzt verstehe ich das. Ihr liebt diese Stars. Das ist das Problem. Das ist euch egal, was sie mit den Kindern machen. Das ist völlig egal, ob jetzt 10 Millionen Kinder verschwinden. Es sind ja nicht eure Kinder. Das verstehe ich jetzt. Bruder Reza, erzähl doch mal, wo der eine dich die ganze Zeit so sich darüber lustig gemacht hat über dich und wo das dann mit deinem Kind passiert ist. Erzähl das doch mal bitte. Ja, auf Facebook hat sich einer lustig gemacht über meine Arbeit und meinte, ja, ja, du siehst ja auch überall Satanisten und so, ja, ja, die Leute machen so Kindesmissbrauch und so, erzähl doch keinen Blödsinn die ganze Zeit. Und kurze Zeit später wurde seine kleine Schwester von Satanisten entführt und missbraucht und gruppenvergewaltigt. Und sie war, glaube ich, 4, 5 Jahre alt. Und durch ein Wunder hat die Polizei dieses Kind herausgeholt. Denn die wollten das Kind noch weiter nach Bulgarien schicken und dann weiter, ne, damit das halt auch überall rumgereicht wird und später dann geopfert wird. Und dann hat er sich bei mir gemeldet unter Tränen und hat sich so dermaßen entschuldigt bei mir und hat mir auch den Polizeibericht und das Gutachten, das medizinische Gutachten mir geschickt, was sie mit dem Kind alles gemacht haben. Und hat sich so bei mir entschuldigt, meinte, der kann sich gar nicht in Scham, er schämt sich so sehr und der wird nie wieder sowas machen und jetzt hat er die Wahrheit gerafft. Und das ist das, wenn der Herr Jesus, ja, wenn du großes Mundwerk hast, dann wird er gestopft. Aber nicht zu deinem Negativen, nicht, sondern dass du was erkennst, damit du aus diesem dreckigen Müllhaufen-Dasein rauskommst und ein wahrer, Gefühl, also mitleidender, empathischer Mensch wirst für das Leiden anderer Menschen. Und nicht so, ja, Satanisten machen das, ja, machen das. Ja, und dann, dass du auch glaubst und nicht darüber lustig machst. Ja, und der ist therapiert. Der Mann ist therapiert. Der Herr hat ihn therapiert. Aber so viele andere Leute sind noch nicht therapiert. Und deswegen müssen die auch noch bald therapiert werden. Die müssen noch weiter schön lustig machen sich darüber, ne, über diese Dinge. Und der Herr wird dann dementsprechend Maßnahmen einleiten. Das ist ja auch dann, so schrecklich, Bruder. Und dann hört das Lachen auf von alleine, hört das auf. Wenn die Erziehung einsetzt vom Herrn, dann hört das Lachen automatisch auf. Weißt du was, Bruder, ich sag ja auch immer wieder, Resa, solange, ach, das mein Kind, was meinst du, wenn das den ganzen Christen, allen das passiert, alle, die sich lustig über uns gemacht haben, ich wette mit dir, die würden uns anrufen und sagen, es tut mir leid. Diese ganzen Kinder, die da verschwinden. Was meinst du, wenn das denen selber bei ihren eigenen Leib ertrifft, auf einmal die hören, mein Kind ist verschwunden,
man hört nur noch, man hört nichts mehr von denen. Verstehst du das? Ja, auf einmal lachen die nicht mehr. Dann lachen die nicht mehr. Dann lachen die nicht mehr. Weil das ihr eigenes Kind betrifft. Weil das ihr eigenes Kind betrifft. Dann werden die nicht mehr sagen, dann ist Illuminati. Dann werden die sagen, ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist, was haben die mit meinem Kind gemacht? Ja, da fangen die an zu schreien. Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Ja. Na? Aber wenn es die Kinder von anderen Menschen sind, weil es nicht, wie du schon sagtest, nicht ihre eigenen Kinder sind, diese verdorbenen Höllenbewohner, da lachen die eben darüber. Aber so ist der Mensch. So verdorben und egoistisch ist der Mensch leider. Und das Lachen wird früher oder später vergehen. Spätestens, wenn man vor dem Herrn steht, drüben. Und dann werden die Richtigen lachen. Und die Falschen werden Zähneknirschen. Und heulen sein, Geschrei und heulen und weinen. Und dann werden dann die Richtigen lachen. Ja. Dann wird es andersrum werden. Die, die hier geweint haben, werden dann später lachen. Und die hier, die gelacht haben, werden später weinen. Da wird ein Wechsel stattfinden. Das Problem ist, Bruder Risa, die sind ja live gegangen, diese Abo und so. Die haben sich ja darüber lustig gemacht und haben gesagt, ein Auge, Blut trinken. Er hat gedacht, die Travus. Wo ich das gehört habe, da dachte ich, der hat nicht mal alle Tasten im Schrank. Dieser Mann hat gar keinen Glauben. Dieser Mann ist einfach nur ein ganz normaler, weltlicher Typ, der überhaupt nichts rafft, der keine Ahnung hat. Es ist ja auch nicht sein Kind. Ihnen ist es völlig egal. Aber wenn sein Kind entführt wird und auf einmal kriegt er heraus, mit Bericht, dass sie das und das ihr Kind angetan, also dass sie das Kind von ihnen so missbraucht haben, dann wird er nicht mehr live gehen und sagen, Satanismus, nein, dann wird er seinen Mund halten und sagen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, jedenfalls war dieser junge Mann halt therapiert vom Herrn und der ist dann halt jetzt anders. Ja. Ne? Yeah. Aber wir können natürlich hoffen, dass der Herr auch alle anderen Menschen therapiert, so viele wie möglich. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass die Leute darüber lachen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Sind die Leute so gehirnlos? Sind die Leute so lieblos? Ey, also es ist denen einfach egal. Solange mich das nicht betrifft, interessiert mich nicht, ob da jetzt eine Frau oder ob da jetzt ein Kind. Ach, Hauptsache, mir geht's gut, meine Frau geht's gut, ich habe gerade gegessen. Und so ist der Mensch. Das ist unfassbar. Bösartig, wie du schon sagst. Bösartig von oben bis unten. Ja, das siehst du auch zum Beispiel bei diesen ganzen Fernsehsendungen, wenn die zum Beispiel irgendeine Szene kreieren in der Öffentlichkeit, wo eine Frau geschlagen wird, so, ne, einfach so jetzt vom Fernsehen aus, und dann siehst du, dass die meisten Leute einfach vorbeigehen. Und nur ein, zwei sind couragiert und dazwischen gehen. Ne? Das heißt also, die Masse, die meisten Menschen sind egoistisch und wollen sie keine. Eben nicht das Gute tun, weil sie sich schonen wollen. Ja, schadensfroh sind die. Ja, genau. Da war letztens noch hier im Facebook so eine. Auch so ein Test in der Öffentlichkeit. Da haben die halt so ein Kind vor den Augen der Menschen so entführt und so in so eine Gasse geschleppt. Und die Leute sind alle nochmal weitergegangen. Alle. Ja, so sind die leider, die Leute. Ja. Und deswegen sagt er eben, dass die Massen, die meisten Menschen in den Feuersee kommen. Das ist doch kein Problem, wenn du weißt, dass du eine feige Ratte bist. Wenn du doch weißt, dass du eine feige Ratte bist, ist doch kein Problem, eine feige Ratte zu sein, ist kein Problem. Es ist ein Problem, eine feige Ratte zu sein und es nicht zu bereuen. Warum kommen die feigen Ratten nicht rein, die ganze Zeit gegen dich schießen? Weißt du warum? Weil sie feige sind. Ja. Warum kommt ihr nicht rein? Ihr seid doch gerade, ich sehe doch, dass ihr hier gerade bei mir drin seid. Warum kommt ihr nicht rein? Wisst ihr warum? Weil ihr feige seid. Das ist das Problem. Ihr seid feige, verdorben, ihr seid Judas, ihr seid Brüdermörder. Und block den Abo. Ich habe den Abo gar nicht geblockt, der kann gerne reinkommen. Der kann jetzt hier sofort reinkommen. Sofort kann der hier reinkommen. Hinter andere im Rücken reden, aber selber nicht hochkommen und sein Mann stehen. Was ist das? Du lass mich doch rein.
Du hast gerade mal knapp, du hast nicht mal 1000 Follower, du brauchst erstmal 1000. Ja, Risa, das ist einfach eine schlimme Generation, eine schlimme Zeit. Satan, ja. Und da ist da heißt einer Satanas, du lass mich doch rein. Da heißt einer Satanas, guck mal, ob der dann halt Anfrage gestellt hat. Nein, nein, hat er nicht. Ja, warum sagt er dann, warum lässt er mich nicht rein? Der kann doch gar nicht, der hat 80 Zuschauer, der hat gerade mal 80 Followers. Also. Ja, aber ja. War das denn nicht so, dass man trotzdem reinkommen kann, aber nicht seine Kamera einschalten kann, oder? Auch wenn man nee, mit 80. Ich glaube, erst ab 1000. Also. Ja. Wieso antwortet ihr nicht? Ich möchte mich zum Herrn bekehren. Keiner von euch antwortet privat. Ja, es kann sein, dass ich oder Bruder Dennis ein bisschen zu viel um die Ohren hat, aber du kannst ja jetzt fragen. Jetzt bist du ja hier. Und so Gott will die Antworten. Ja. Und das ist das nächste große Problem bei den Katholiken oder Orthodoxen eben, dass sie eben nicht das Wort Gottes zurechtschneiden, Dispensationen auseinanderhalten, nach Epheser 1, Vers 10, Haushaltungen Gottes mit verschiedenen Bünde und Heilzeitalter auseinanderhalten, bei denen ist alles durcheinander, die Lehre, die sind gar nicht in der richtigen, gesunden Lehre, sondern da ist ein Riesendurcheinander, inklusive Götzenanbetung, Totenanrufung und tausende verschiedene Ehelehren. Und die wahre Lehre der Dispensation der verschiedenen Heilszeitalter und verschiedene Bünde, das kennen sie ja gar nicht. Ja. Das ist das Problem. Und deswegen können sie die Schrift auch nie in der Tiefe begreifen. Nie. Erst muss man sich eben der richtigen, wahren Lehre widmen. Und dann erst kann man rausgehen und lehren oder Pastor werden. Was also Pastor ist auch sowieso so eine komische Sache. Das ist ja auch nicht biblisch. Wir haben Bibellehrer, Lehrer, Evangelisten und so, aber Pastor. Wir haben Aufseher. Und deswegen sagt der Apostel Paulus zu 1. Timotheus 4, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Na? Wortwörtlich heißt es, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei bei der richtigen Lehre. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten mit der richtigen Lehre, als auch die, welche auf dich hören. Na? Also in der richtigen Lehre zu bleiben, ist heilsentscheidend. Und in der richtigen Lehre zu sein. Und nach Epheser 1, Vers 10 haben wir verschiedene Haushaltungen Gottes, verschiedene Bündeszeitalter. Ich schließe das mal eben vor, Epheser 1, Vers 10. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Ja. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. Also die himmlische Verheißung und die irdische Verheißung. Das heißt, die himmlische Verheißung ist eben die Braut Christi und die irdische Verheißung ist dann Israel. Und die muss man fein säuberlich auseinanderhalten. Und nach 2. Timotheus 2 heißt es ja, dass wir das Wort Gottes zurecht schneiden müssen. Alles fein säuberlich auseinander dividieren und schneiden müssen. Nicht alles in einen Topf werfen. Sondern fein säuberlich müssen wir das schneiden, das schneiden, das zusammenfügen. Das gehört nicht Heilszeitalter und Bündeszeitalter in diesem Bund hinein, sondern gehört zu einem anderen Bund und. Ja. Oder ein anderer Vers heißt dann, Moment.
Epheser 3, Vers 2. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft, da kommt das Wort Haushalterschaft, Ökonomie. Und der Gnade Gottes, ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Ja. Und diese Haushalterschaft ist eben Dispensation. Verschiedene Bünde und verschiedene Heilszeitalter, die fein säuberlich auseinandergehalten werden. Ein Beispiel, ja. In der Bibel steht, du sollst den Sabbat heiligen. Jetzt gilt das für uns oder ist das in dieser Zeit gültig, in dieser Heilzeitalter? Oder war das gegeben zu einem anderen Heilzeitalter, zu einem anderen Volk, unter einem anderen Bund? Ja. Und diese Fragen muss man beantworten. Und deswegen muss man hingehen und das Wort Gottes zurechtschneiden. Nein, da muss man sagen, nein, das Wort Gottes, was Gott am Berg Sinai mit dem Volk Israel als Bund geschlossen hat, mit Mose, das gilt nur für Israel, nicht für die Gemeinde. Die Gemeinde steht nicht unter dem mosaischen Bund. Israel steht unter dem mosaischen Bund, nicht die Gemeinde. Israel hat eine irdische Verheißung, Epheser 1, Vers 10. Die Gemeinde hat eine himmlische Verheißung. Israel hat eine irdische Verheißung durch das tausendjährige Friedensreich, durch das messianische Friedensreich, was Gott ihnen verheißen hat, nach Jesaja 11. Und die Gemeinde Christi hat aber eine himmlische Verheißung durch die Entrückung, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Verschiedene Bünde, verschiedene Heilzeitalter. Nicht alles durcheinander schmeißen. Wenn du hingehst und jetzt denkst, dass du jetzt den Sabbat halten musst, weil das da in der Bibel steht, du sollst den Sabbat heiligen, dann fällst du unter dem Urteil des Galaterbriefes. Dass du gar nichts hast. Dass du nicht mal Christus hast. Dass du von der Gnade fällst, weil du dich unter Gesetz gestellt hast. Das wird dann noch gefährlich. Das ist nicht nur ein bisschen Larifari. Ja, ist egal, Hauptsache Bibel, Glauben, Jesus, nein. Du fällst von der Gnade, du fällst von Jesus Christus ab, sagt das Wort Gottes in Galater 5, wenn du dich unter dem Gesetz Mose stellst. Ja. Ja, genau. Deswegen muss die Lehre eben gesund sein und biblisch fundiert begründet sein. Genau. Bruder Reza, ich muss einmal was machen. Ich muss einmal den Stream beenden. Ja, alles klar. Gott sei Dank. Aber ich komme später nochmal, wenn das in Ordnung ist. Ja, wie du möchtest, also kein Problem. Was sagst du zu Schweinefleisch essen? Viele lehren hier, dass das verboten ist. Nein, Schweinefleisch essen ist nicht verboten. Wir sind frei in Christus, zu essen, was du willst. Und natürlich sollst du das Blut nicht trinken, ne, wenn du es Fleisch isst. Ne, das Blut im Hinblick auf das Blut des Herrn Jesus Christus, weil das Leben ist und für uns zur Sühnung gegeben ist, sollst du das Blut nicht konsumieren, nicht aber, sonst kannst du alles essen. Ne, wir sind frei. Und wer sich dann schon wieder unter diesen mosaischen Bund stellt, wenn du sollst nicht Schweinefleisch essen, du musst Sabbat, da kannst du vergessen. Diese Leute sind nicht wiedergeboren, die sind verloren. Du musst Buße tun. Wenn du da drin bist, wenn du sowas gemacht hast, musst du Buße tun, musst du Reue zeigen vor dem Herrn, dass du das getan hast, umkehren, dich vom Herrn Jesus befreien lassen und dann ist auch alles gut. Amen. Hallo, hast du eine kurze Frage noch? Hi, nee, ich wollte das ganze Thema Religion hier ansprechen, weil ich höre hier sehr viele Falschlehren von euch. Aber wenn du sagst, du gehst jetzt gleich offline, dann reicht die Zeit nicht. Deswegen habe ich geschrieben, kann Reza online gehen, damit ich mit ihm diskutiere, wenn du gleich aufgehst. Wie viel Zeit hast du denn noch, Bruder Dennis? Ja, 5 Minuten. Ja, sag mal jetzt, was ich da falsch gelehrt habe. Naja, eigentlich der ganze Satz, orthodox machen alles falsch. Das ist einfach falsch, das ist einfach falsch. Weil das, was ihr hier vermittelt mit in den Religionen ist der Satan, das ist die falsche Lehre. Du wolltest jetzt über die Lehre. Wo habe ich jetzt was Falsches gelehrt? Naja, dass Orthodoxie Götzendienst betreibt, dass irgendwelche Okkulte drin sind,
dass der Satan da drin ist. Das ist alles falsch. Was bedeutet diese Doppelschlange? Was bedeutet diese Doppelschlange, was ja, die Patriarchen macht? Ja, ihr zeigt ja zum Beispiel den Bischofsstab. Ja. Das ist ein Bischofsstab mit den zwei Schlangen. Ja. Aber wisst gar nicht, dass die Kirche dazu Stellung nimmt mit Aaron, als der seinen Bischofsstab auf den Boden geworfen hat und die Schlange rauskam. Das hat also nichts Mose. Mit dem. Das hat Mose, Entschuldigung. Das hat nichts mit dem Teufelszeichen links zu tun, der mit der rechten Hand rum ist, weil das kam viel, viel später raus. Dass Satan so abgebildet ist mit diesem Stierkopf und die zwei Hörner und die Schlangen, das kam erst viel, viel später als das Christentum. Das kam, glaube ich, erst im Mittelalter raus. Davor gab es gar nicht diesen Stierkopf. Satan wurde warum muss man denn jetzt diese Sache mit dem Stier, also mit dem Stab und den Schlange, außerdem war das ja eine Schlange und nicht zwei Schlangen, die sich gegenseitig anschauen? Was bedeutet das denn jetzt mit den zwei Schlangen? Wo wurde der Stab zu zwei Schlangen? Warum das zwei Schlangen sind, weiß ich nicht. Aber dass die Verbindung Schlange und Teufel immer gemacht wird, ist einfach falsch. Weil in der Bibel ist die Schlange nicht immer böse und in der Schlange ist nicht immer die Beziehung zum Teufel, nur weil die Schlange am Anfang bei Eva und Adam war. Und wie gesagt, dieser Bischofsstab geht zurück zu Mose. Und dann zu Aaron, der auch ein hoher Priester wurde. Das hat nichts mit Schlange zu tun. Er muss schon zugeben, dass diese zwei Schlangen nichts mit dem Schlange, mit der Schlange von Mose und dem Stab zu tun haben. Das sind zwei Schlangen, die sich umeinander winden und sich gegenseitig anschauen. Ja, das ist nicht die Geschichte. Das musst du uns doch erklären, das ist doch deine Religion. Ich laufe doch nicht mit diesen zwei Schlangen rum. Wenn ich jetzt mit zwei Schlangen rumlaufen würde, dann würdest du mich fragen, ich würde dir antworten, sonst würde ich ja nicht damit rumlaufen. Ja, ich bin kein Bischof. Ich kam ja nicht rein, um zu sagen, hier mit dem Bischof, sondern ich wollte sagen, das mit Religion ist einfach falsch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Evangelisten seid, oder? Ja, warum dürfen denn die Patriarchen nicht heiraten? Die Patriarchen? Ja. Ganz einfach, weil weil aus Tradition werden nur Mönche zu Bischofsgeweiht. Und damit du Mönch wirst, musst du eine Mönchsweihe ablegen. Und dann darfst du nicht mehr heiraten und müsst Zölibat halten. Priester dürfen heiraten. Ja, aber das Wort Gottes sagt, dass wenn du lehrst, dass man nicht heiraten darf, dass diese Lehre von Dämonen kommt. Wo steht denn das? 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 1. Nochmal? 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 1 also und folgende. Vorlesen? Ja, kann ich auch machen, ja. Das ist Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten. Weiter. Und Speisen zu genießen, die durch Gott geschaffen hat. Warum ist diese Lehre von Dämonen in euch reingeflossen worden, in eure Kirche? Dass man nicht heiraten darf. Wo steht hier, dass es auf den Klerus gemeint ist? Wo steht das? Das ist ja die Lehren der Dämonen, diese Dämonen lehren, dass man nicht heiraten darf und bestimmte Speisen nicht genießen darf. Dass es von Dämonen kommt, diese Lehren. Ja, aber das ist eine allgemeine, oder? Hier, das ist ja keine spezifische Aussage gegenüber einer Gruppe, sondern das ist hier eine allgemeine Aussage. Genau, wenn du lehrst, dass man nicht heiraten darf, dass diese Lehre von Dämonen kommt. So. Warum ist diese Lehre bei euch drin und bei den Katholiken? Das ist einfach Tradition, war schon immer so. Die Urchristen haben das schon immer so gemacht. Genau. Der Satan hat sich da in euch hineingeschlichen und hat euch im Griff. Der Satan hat sich nicht hineingegriffen, weil der Heilige Geist Hüter der Kirche ist. Nee, das ist er nicht. Der Heilige Geist ist der Hüter der Gemeinde, aber eure Kirche ist überwunden und ihr habt Dämonenlehre mit nicht heiraten dürfen bei euch drin. Wir haben keine Dämonenlehre, da schon jeder Bischof zurück zu den Aposteln hat nicht geheiratet und deswegen heiraten auch die zukünftigen Bischöfe nicht. Das ist keine
Das ist eine, ja, pass auf, das ist aber keine Dämonenlehre, weil wir sagen, doch, das weil Wort Gottes sagt, so dass es dämonische Lehre ist, dass von Dämonen kommt, diese Lehre. Das ist aber keine spezifisch, das ist aber keine spezifische Aussage für Bischöfe, weil sonst müsste das. Und du ja verstehst stehen. Das, diese Lehre, dass man nicht heiraten darf, kommt von Dämonen. Bruder Reza, ich muss auflegen. Ja. Ja. Ich bin später nochmal online. Kommst du dann auch rein? Dann können wir das nochmal klären. Ja, okay, ich muss mal schauen. Wann kommst du denn nochmal? Um 8. Ja, okay, alles klar. Ansonsten Gottes Segen und bis bald. Gottes Segen, bis bald. Ja, Gottes Segen euch allen zusammen. Ciao, ciao.